Nach der Schiffshavarie in der Nordsee suchen deutsche und niederländische Behörden weiter nach mehr als 200 Containern. Viele von ihnen wurden an der Küste der westfriesischen Inseln angespült, wie auch in Terschelling. Auf der Insel entschieden sich Bewohner und Touristen zu helfen. Die Verschmutzung auf Terschelling erstreckt sich über eine Strecke von 20 Kilometern am Strand in und hinter den Dünen. Styropor und Kunststoff wurden vom Wind angeweht und gelangten auch ins Wattenmeer und an die friesische Küste. Mindestens drei der Container enthielten Gefahrgut wie beispielsweise organisches Peroxid, ein starkes Bleichmittel, das die Haut verletzen kann. Rettungskräfte warnten die Freiwilligen davor, die Container anzufassen. Das galt auch für diejenigen, die nach angeschwemmtem Strandgut wie Schuhen, Puppen und Flachbildfernseher suchten.